Я, кто тебя боится? Скажи мне один раз. Барбайст. Кто тебя боится? Никто. Подожди. Hey, meine lieben Leute. Neues Video, neues Glück. Six All in the Mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Festival of Lights. Diesmal sind wir hier in Berlin, so Richtung... wo sind wir gerade hier? In der Nähe vom Berliner Dom und Co. Aber mehr so Richtung Museum. Und hier ist zum Beispiel ein Hotel. Das kennt man auch. Auch hier die Beleuchtung nebenbei an den Seiten. Gehen wir mal ganz kurz erst auf die andere Seite und dann gehen wir rüber wieder. Schauen wir uns ganz kurz die Erdkugeln an. Ja, also hier steht irgendwie nach der Naturausstellung Humboldt Forum. Ja, hier sind wir gerade. Hier sind die Tore auch offen. Und zeige ich mal ganz kurz, was hier so läuft. Hier sind irgendwie vier Kugeln aufgestellt. Wollte ich euch mal gezeigt haben. Humboldt Forum Museum. Da kann man auch rein. Wäre auch vielleicht interessant für euch. Weil sonst bin ich ja nie dort. Gehen wir mal ganz kurz hier. Was signalisiert das? Die Sonne. Ja, auch interessant zu sehen, wie die Dinge aufgestellt sind. Können wir mal etwas näher rangehen. Das ist nicht die Erde. Die Erde ist da hinten. Da gehen wir gleich auch noch mal kurz hin. Interessant, wie die Leute hier drumherum sind und Fotos knallen. Ja, aus Kunststoff hier das Ganze. Ist es, was ist das hier, der Mars oder was? Ja, Feuerball ist die Sonne auf jeden Fall. Ja, folgt mir auf diese Reise, würde ich sagen. Steht ja nicht mal drauf, was das ist. Wir gehen mal ganz kurz rüber und dann auch schon zu den Lichtern in den Gebäuden. Ja, das ist natürlich der Mond und die Erde. Auch krass hier, ne? Interessant, wie sie das so aufgestellt haben. Auch mal eine andere Welt. Willkommen. Wenn ihr Lust habt, gehen wir auch gleich nochmal rein, gucken uns an, was da so abgeht, bevor wir darüber gehen auf die andere Straßenseite. Ja, mal wieder ein Video für euch. Das zweite für heute Abend. Das ist der Mond, das signalisiert den Mond. Stark, sehr stark vorne. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin natürlich für Erde. Und ja, heftig. Ja, von der Qualität her jetzt nicht so das Beste, aber die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben. So. Ganz normaler Kunststoff, das wir jetzt hier sehen. Lustig gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr krass. Ich mache mal kurz ein Foto hier und dann gehen wir natürlich weiter. So, ich habe jetzt auch ein Foto gemacht mit der Erde. Wir gehen wieder zurück. Besser gesagt, wir gehen kurz drin schauen oder rein, was da so läuft. Ja, schauen wir mal. Türen sind offen. Vielleicht mal so ein bisschen Spionage. Wäre nicht schlecht. So, Berlin-Vibes. Zwei Inder rausgekommen, Alter. Bam. So. Interessant, sehr interessant. Willkommen. Jetzt sind wir drin. Aber was hier abgeht, weiß ich halt nicht. Ja. Vorsicht, Stufe. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ah ja, okay, Karl Marx. Wollen wir kurz mal näher rangehen? Karl Marx kennt man natürlich, ne? Haben wir noch in der Schule gelernt gehabt. Ja, in den 90er Jahren. Ja. Das war sein Spruch, Freunde. Das war sein Spruch. Im Land der Denker und Dichter. Deutschland. Komm, die Tour geben wir uns nicht. Kein Bock. Soll kein Geschichtsunterricht hier werden. Wir gehen auf die andere Seite. Festival of Lights. Ja. Ist auch schön hier. Die Lampen und so. Alles drumherum. Ja. Interessant. Sieht man nicht alle Tage. Gehen wir wieder raus. Zack, auf die Main-Linse. Und laufen mal ganz kurz auf die andere Seite, um zu schauen, was da so läuft. Ich habe gerade zwei Kollegen aus Tunesien getroffen. Die haben von mir ein Foto gemacht. Und ja. Ziemlich dunkel am Abend, sehen wir auch. Moment, jetzt ist die Cam besser eingestellt. Machen wir, dass wir erstmal hier rauskommen, auf die andere Seite. Ihr seht ja, was hier los ist zum Beispiel, auch beim Regen. Tja. So, auf die andere Seite.
Richtung Gendarmenmarkt. Ja, genau, wir sind hier in der Nähe vom Gendarmenmarkt. Oh, Verkehr ist natürlich bitter. Wir müssen hier aufpassen. Aber ihr kennt mich, Bro. Ihr kennt mich. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Es muss halt schnell funktionieren. Nichts passiert, ich hab's überlebt. Hier auf jeden Fall. Festival of Lights. An jeder Ecke. Aber hey, schau mal, das war letztes Jahr schon genauso vom Stil her. Das meine ich so ein bisschen. Was mich abfuckt. Das ist genau das Ding wie letztes Jahr. An den Seiten auch mit den ganzen Messages. Kann ich euch mal kurz zeigen. Ich habe gerade nämlich ein Déjà-vu erlebt gerade. Hier, das war ja letztes Jahr genauso. Das da oben, das da vorne ist neu. So kenne ich das nicht. Das ist cool, da ist noch mehr Animation schon mit drin. Aber das Ding hier, könnt ihr euch daran erinnern? An die alten Videos letztes Jahr? Die ganzen alten Zuschauer unter euch. Könnt ihr euch noch erinnern? Pride, Vernunft, Glaube, bla bla bla. Dieser ganze Mist war letztes Jahr genauso. Genau schon so drauf. Nur das ist hier neu. Das in der Mitte sieht krass aus. Gut, das kenne ich ja noch von letztes Jahr. An der Seite. Interessant. Da hinten die Box, wo es ausgestrahlt wird. Nieselt so ein bisschen. Nieselregen. Trotzdem Leute da. Ja. Ja, es wird halt immer weniger, Jahr zu Jahr. Hier stehen jetzt nicht mehr so viele da. Trotzdem interessant. Was sind das für teuflische Symbole immer alles? Guck mal hier, mit Augen und so. Was wollen die uns vermitteln? Schon krass gruselig, Alter. Naja. Naja. Das ist wie gesagt ein Hotel. Hotel de Rome. De Rome. Was kommt da raus? Ein Spider-Man oder was? Komm, wir haben wieder Abfall. Ihr habt es jetzt so ein bisschen mitbekommen. Ja? Heute Nieselregen. Ihr seht es gerade auch an den Lichtern. Seht ihr das? Nieselregen ohne Ende. Ich gucke jetzt, dass ich hier auch verschwinde. Ja. Ansonsten vollkommen okay. Ist ein cooler Abend. Es ist auch gar nicht so kalt. Es ist halt ein bisschen frisch so mit dem Regen. Es ist eklig. Ich hasse es, wenn ich hier am Kopf irgendwo nass werde. Frisur ruinieren. Mein Apple Watch einfach an. Die sagt 11 Grad an. Das meine ich, wenn die eigentlich abhören, weiß ich auch nicht. Apple Watch geht an und sagt einfach 11 Grad. Ja. Ah, guck mal hier, die fliegenden Verkäufer. Vielleicht können wir mal was fragen. Es ist ja verboten eigentlich. Die werden ja auch immer weggejagt. Aber ja. Mal sehen, wie viel er macht. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 Stück. Auch interessant. Hallo, Bruder, wie viel ist diese? Ich kenne dich. Ja? Ich bin in Ordnung. Also weiter, weiter. Wie weiter? Du kannst nicht sagen weiter, weiter. Das ist öffentlicher Raum. Jetzt, кто тебя боится? Скажи мне адрес. Wo arbeitest du? Кто тебя боится? TikTok. Lass ich. Habe mich gerade mit dem Typen gezopft. Ich habe die Kamera bewusst ausgemacht und ihn erstmal frustig bis zum Boden und in den Grund beleidigt erstmal. Das wollte ich euch nämlich nicht antun. Kleiner Keck, was für ein kleiner Bastard, ja. Ich mag das nicht, wenn jemand zu mir sagt, bla bla bla. Ich geh weg, wann ich es für richtig halte. Ich bin ein erwachsener Mensch. Und da kann man nicht sagen, geh mal weiter. Nur weil du hier schwarz arbeitest und das Land in den Ruinen treibst, gehe ich doch nicht weiter. Man muss schön dein Gesicht, so eine Leute muss man ihr Gesicht zeigen. Ja? Ich habe dir mal ein paar Takte erzählt gerade. Ich bin sowieso auf 180 heute den ganzen Tag. Naja, auf jeden Fall, weil es ja ist und wichtig. Oh, was geht hier ab? So ein Engelfoto will ich auch haben, ja. Sieht sehr, sehr gut aus. Guck mal, hier sogar Security, die darauf aufpasst, dass sie nichts am Arsch geht sozusagen. Die achten darauf, dass sie nichts kaputt geht. Geil, auf jeden Fall. Das mit Vorsicht, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant hier mit den Selfies. Ja. Mit den Engeln. Da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal unbedingt ein Foto machen. Als Engel sozusagen. Schon geil. Auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant, was sie hier aufgestellt haben.
Ja, cool. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Auch mal was anderes, ne? Schon cool. Stehen sogar hier Schlange. Schon geil. Ja, Freunde, wir sind jetzt gerade hier am Alex nochmal gelandet. Da könnt ihr mal sehen, vorher, nachher. Das letzte Mal, als ich hier war, wenn es nicht geregnet hat, wie voll es war. Und jetzt, wenn das regnet, Bruder. Wenn das regnet, Bruder, ist hier kein Schwanz. Selbst die Ausländer nicht. Selbst die Migranten sind alle weg. Ja, was soll ich sagen? Schaut euch das an. Super duper leer. Auf einmal ist die Show nicht mehr so wichtig. Die läuft zwar noch, ihr seht's. An der anderen Seite halt, ne? Seht ihr da mit dem Licht, da, das nach oben geht gerade. Aber ansonsten hier so, keine Ahnung, ein bisschen Rap, ein bisschen Rattenparty an der Seite so. Nichts mehr Besonderes, das war's. Es ist gelaufen. Hier gehen nochmal ein paar Leute ab so. Ja, aber das ist so halt so hängen geblieben, ne? So Hängung. Wir gucken mal ganz kurz an den Seiten, was in der Bahn noch so abgeht. Ja, die Leute haben natürlich schwer mit den ganzen Aufräumarbeiten. Die Jungs vorne. Von der BSR, die ihr gerade seht, die haben auch immer schwierig, weil die alle sauber machen müssen. Touristen mit zwei Koffern gerade hier aus dem Nix. Auch lustig. Bahn ist auch leer, glaube ich. Bei dem Wetter geht echt kein Schwanz raus. Ungerne. Ja. Hauptsache McDonald's ist voll, wie immer. Naja. Döner-Vibes. Da gehen wir mal kurz in die U5 runter. Schauen da, was da so läuft. Ansonsten, ihr seht ja, wenn es regnet, ist hier gar nichts los. Außer ein Inder, der telefoniert, Alter, gerade hier am Telefon. Naja. Gucken wir mal, was unten abgeht. Ja, ihr seht hier, U-Bahnhof Alexanderplatz ist leer. Wegen Regen. Wegen Scheißwetter. Wir haben es 10 Grad und 22.17 Uhr. Wenn da noch auf jeden Fall Scheißwetter ist, ist auf jeden Fall nichts mehr los. Ihr seht ja, Alex ist leer, Freunde. Typ mit Maske, Alter, ich glaub's nicht. Ja, auf jeden Fall ist hier nicht so viel los, wie ihr seht. Wegen dem Wetter. Ich wiederhole mich aber auch hier noch öfter. Das war's, Freunde, das war's. In nur 40 Sekunden zum Höhepunkt. Ah ja, okay. Ja. Der kann froh sein, dass meine Plakate auch noch irgendwo hier mithängen. Ja, was wir sonst sehen hier im U-Bahnhof, Alexanderplatz. Ist Müll. Überall Chaos und Müll. Handschuhe, Alter, sehe ich gerade. I don't know, Bro, was hier abgeht. Das war's. Hier beenden wir auch unser zweites Video. Das dritte Video wird eher so ein Talk-Video sein. So ein bisschen Talk, Retalk. Und ja, die Situation ist ja aktuell noch richtig schlimm zwischen Israel und Palästina. Und ja, mal schauen. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. In diesen kleinen Laden und hol mir was zu trinken. Und ja, für mich hat sich das erledigt. Six soll in nichts. Danke fürs Zugucken. Zweites Video für heute Abend. Tschüss, bis zum nächsten Video. Schaltet um. Haut rein. Ah, die repräsentieren die Agenda ganz tief, Alter.